Hallo und herzlich willkommen, Sportsfans auf meinem Kanal. Ich begrüße Sie recht herzlich zu einer weiteren Runde NHL 22, zu der Montagsausgabe des BA Pros. Ja, ich hoffe, euch geht's allen gut. Ihr seid alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und noch ein Sieg am letzten Spieltag oder an der letzten Ausgabe am Freitag versuchen wir heute natürlich am letzten Spieltag der Season gegen Nashville auch zu gewinnen und dann werden wir gleich umgehen in die Meisterschaft. Schauen wir mal, wie es uns in dieser Meisterschaft geht. Wir spielen zu Hause, wir haben den Heimvorteil plus die geilsten Fans der Welt im Rücken, plus Angriff und die Verteidigung. Und unsere Gäste aus Nashville haben die Tore auf ihrer Seite, plus ein paar angereiste Fans mit im Petto. Direkte Ziele haben wir keine, außer die Meisterschaft direkt vor uns. Schauen wir mal, ob wir einen dritten Stanley Cup hier gewinnen können. Auf geht's. In Richtung fünfte Season. Aber komm schon, komm schon. Jawohl. Und das 1:0 Kim vom Tiroler vom HB. Hervorragend. 95 Tore in dieser Season. Wir werden hier einen komplett auf Star machen. Wir müssen uns ja noch gut präsentieren. So, jetzt halt, auf geht's. 15:27 genau. Wo liegt Wingmar? Ja, zumindest bleibt die Scheibe bei uns. Ist leider nicht übernehmbar, keiner. Dass wir gleich schauen, dass wir einen frischen Mann aufs Eis kriegen. Elf 33 noch. Na, schaut. Sei ein Teamspieler, ja. Probier eh.
6,25. Kim Show. Greif zu, Jungs, greif zu. Nashville ist gefährlich. Aber das erste Drittel ist gleich vorbei. Aber wir sind mit 1:0 in Führung. Zweites Drittel. Kollege Wingmer. Ah, auch nichts. Aber solange das Nashville auch nichts macht, haben wir ja eigentlich gute Karten. Check hat funktioniert. Puckcheck hat funktioniert. Nur einmal hat es funktioniert. Jawohl, und diesmal bleibt bei die Scheibe bei uns. Verzögerungsstrafe für Nashville, wer du sagst. Ah. Assist, nein, offensiv kriege ich dazu. Ein Assist kriege ich nicht. Nochmal, aber jetzt müsste ich den zweiten Assist haben. Aber jetzt müsste ich den zweiten Assist haben. Ah, müsste wieder sein mit dem zweiten Assist.
Ja, ich habe einen Assist gekriegt. Hervorragend. Letzte Spiel der Season wäre gut, wenn Nashville nicht im letzten Drittel noch auftrat. So. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Na. Ich hab schon. Teufel noch eins. Zugangsstrafe gegen Nashville. Gesamt B haben wir im dritten Drittel. Vier zu null. Vielleicht können wir einen Teil von den Punkten, weil wir haben jetzt genug Tor geschossen. Wieder mal da, funktioniert. Jetzt eine große Chance noch einmal. Hier auf 96. Tor. Funktioniert nicht. Ja, der Victor, die 2 Sekunden. Der wollte noch mal auf der Strafbank sitzen. Aber wir haben plus A92. Aber wir gewinnen mit 4 zu 0. Meine lieben Sportsfreunde, wir gewinnen 136 Punkte für die Liga, für die Division. Punkte messen, das heißt Topstorer sei 95 Tore, 94 Assists, 20 Kämpfe, davor wie 19 Bunger, 1 verloren. Eine gute Season Cup.
Nochmal. Ein Star mit einem Tor, einem Assist. Dann haben wir unseren Goalie auf Platz 2. Und ich bin auf Platz 1 mit einem Tor, einem Assist. Sprich, wir haben 3 Stars, 2 Tore, 2 Assists. Na, schauen wir mal. Die Regular Season müsste jetzt laut meinem Plan vorbei sein. Lassen wir jetzt halt die Verträge von allen auslaufen, dass wir es dann nächstes Jahr dann gleich aussetzen können, nach der Vorsaison. Okay, everybody, let's take a quick look at some of the final scores around the league tonight. The Predators win a dogfight on the road against the Jets. Winnipeg posts a strong effort in goal and they get the shutout in the win. Well, with this one in the books, let's get you caught up on some of the other final results in the NHL tonight. The Devils took to the road to match up with the Capitals. New Jersey turns in one of their stronger efforts of the All right, at this time, let's get you caught up on all the action Stanley on the Cup ice tonight. Gegen Arizona. The Jets. Winnipeg posts the shutout in a clinical performance defensively. No shortage of action in the National Hockey League. Let's take a look at elsewhere what went down. The Devils faced Arizona off against the Capitals. New Jersey tightened it up late in their own end and did enough to preserve the win. The Kraken played on the road against the Blackhawks. Chicago plays the role of destroyer in the win. Lots more puck talk coming your way, and we'll get to it next. Halbfinale, Viertelfinale. Passt gut. Passt gut. Stürzen wir uns gleich ins erste Halbfinalspiel. Wir spielen zu Hause. Wir haben den Angriff auf unserer Seite plus Heimvorteil plus die geilsten Fans der Welt. Und unsere Gäste aus Arizona haben die Tore und ein paar mitgereiste Fans im petto. Das heißt, Mittwoch in der Halbzeit hätten wir, jetzt spielen wir 4 Mal dagegen. Das war dann bis Mittwoch in der Halbzeit. Wenn wir uns sweepen, fangen wir Mittwoch dann das Viertelfinale. So rein rechnerisch. Natürlich gewinnen wir mal, ist schon mal gut. So. Erstes Tor, die Playoffs, kehrt in die Reuer an HB. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Jetzt müssen wir Druck machen. Jetzt geht's um alles, meine lieben Sportsfreunde.
Wir sind im Stanley Cup. Arizona gleicht aus, okay. Oder spart reagiert. Dann sieht man schon, waren wir schon längst vorne. So, was will der Coach? Wir gehen jetzt diesmal wieder auf Star. Weil wir müssen uns jetzt richtig präsentieren. Es ist immer der Stanley Cup. Ah, schaut. Treffen noch eins. Deinen frischen Mann aufs Eis. Das, was ich wollte in die Playoffs, das habe ich jetzt. Ah, Verzögerung, Strafe. Das wollte ich zwar nicht, aber das habe ich. Stören. Kein Faden funktioniert nicht. Warum funktioniert er nicht? Aber jetzt also zumindest mit einem Assist. Im ersten Spiel kriege ich den ersten Assist von den Playoffs. Thank you.
So, letztes entscheidendes und gefährliches Drittel, meine lieben Sportsfreunde. Hier im ersten Spiel der vierten Saison im Stanley Cup. Ich krieg meinen ersten Kampfer. Jawohl. Strafbankkönig sitzt wieder. Gleicht wieder aus Arizona. Jawohl. Ich hätte mir jetzt schon bereit gemacht, dass ich reinziehe ins Tor, aber er weiß, ob es überhaupt gegangen war. So. 7:14 noch. Und 4:2. Da habe ich da einen Hattrick geschaffen im ersten Stanley Cup Spiel. Teufel noch eins. Das erste werden wir gewinnen. Gehen wir jetzt zur Stufe davor aus. 4:2, jawohl, gewinnen wir das erste. Das volle kriegen wir nicht, aber zumindest ein bisschen was. Damit zwei Assist auf dem dritten Platz und Keil. Dann bin ich auf dem zweiten Platz mit einem Tor, einem Assist. Und Daniel ist mit zwei Toren auf dem Platz 1. Also man spricht drei Stars, drei Tore, drei Assist. Hervorragend. So kann es doch weitergehen, meine lieben Sportsfreunde, oder?
Wachstum 1,6. Nächstes Spiel morgen, zweites Spiel in den Playoffs. Zwei Punkte haben wir, jetzt müssen wir schnell schauen. Ah, nein, das ist verkehrt gewesen. Startzentrale, da wollte ich hin. Bin ich auf dem zweiten Platz mit zwei Punkten. Passt. Ein Topstorger gewesen. Passt schon. Na gut, meine Sportsfreunde, dies war es aber für diese sportliche Ausgabe. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gehabt beim Zuschauen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Über das eine oder andere Kommentar würde ich mich natürlich auch freuen. Wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren, die Glocke hier aktivieren, so dass, wenn es hier vom Stanley Cup in der vierten Season des BR Pros weitergeht, nichts mehr Neues versammelt wird. Und dann wünsche ich nur bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin, je nachdem, wann du dir hier dieses Video schaust, vergesst mir meinen Leitspruch nicht, in den Farben getrennt, in der Sache vereint. Rivalität ist nur im Stadion gut, aber vor und nach jedem Eishockeyspiel bin ich, wenn du da draußen doch hoffentlich ein wahrer Sportsfreund, eine wahre Sportsfreundin, und man kann doch ganz normal mit uns über jedes Eishockeyspiel diskutieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen und vor allem, meine lieben Sportsfreunde, dies ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HB. Servus.